Die US-Armee hat Russland in Zusammenhang mit dem Absturz einer Drohne im Schwarzen Meer eine sicherheitsgefährdende und unprofessionelle Handlungsweise vorgeworfen. Dass das ferngesteuerte Fluggerät und ein russisches Kampfflugzeug zusammenstießen, bestätigte Moskau nicht und warf den USA vor, den von Russland zur militärischen Nutzung ausgewiesenen Luftraum verletzt zu haben. To the aircraft that had actually damaged the propeller on the MQ-9. Because of the damage, we were in a position to have to essentially crash it into the Black Sea. Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonov, wurde vom US-Außenministerium einbestellt und berichtete anschließend von einem konstruktiven Gespräch. This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that? What will be the reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? What will be the reaction of United States? For me it's clear. Man habe die USA davor gewarnt, nicht in den betreffenden Luftraum einzudringen, sagte Antonov. Laut US-Armee unternahm die Drohne einen Routineflug. Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.